Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Wir sind mittlerweile im Part 67. Ich habe es ja in den Comments bereits schon angemerkt, dass ich nicht mehr in diesen komischen Wald jetzt gehe, weil es da halt nicht so interessant ist. Ich muss mal auf die Uhr schauen, das habe ich total vergessen. Okay, 16. 12.16 Uhr mittags übrigens. Ja, nicht. Wir gehen zurück in Zens Festung. Ihr habt gesehen, ich habe hier eine neue Keule. Hab das Ganze mal aufgewertet. Ach, siehst du mal, ja. Ich habe was vergessen. Da hat mich Seppo drauf hingewiesen, glaube ich. Hab die Keule quasi auf plus 5 geupgradet. Könnte jetzt das Ding umwandeln, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, stimmt sogar. Tatsächlich. Wahnsinn. Guck ihn nur an. Ich brauche eine große Scherbe. Ich habe keine großen Scherben. Ach so, jetzt kann ich auch hier quasi noch grüne Scherbe. Hast du nicht gesagt, ist das? Speer, ach so, Speer. Krude Riesenkeule. Kann ich hier denn auch upgraden? Ja, wir brauchen sowieso große Scherben erstmal. Von daher, ohne die geht's nicht. Der müsste jetzt eigentlich stärker sein, der hat 206 Angriffskraft, oder hast du nicht gesehen? Und ein C-Rating auf Stärke. Müsste also dementsprechend stärker sein als der Speer sowieso und stärker als das Grabesfürstenschwert. Ist halt ein bisschen langsamer. Es hat so eine Hau-drauf-Waffe irgendwie. Von daher, ja, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber genauso schwer, beziehungsweise langsam, wie das Grabesfürstenschwert, wenn ich mich nicht täusche. Aber es kommt mir halt schon ein bisschen langsamer vor. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber es ist nun mal so. Muss ich mich halt damit dran gewöhnen, aber wenn es Stärke ist, dann, ja, dann nehme ich das auch. Scheiße. Jetzt muss ich, ach Gott. Jetzt habe ich die Falle direkt schon ausgelöst. Ja. Ich bin voll drin schon wieder. Okay. Zumindest Mäulchen können wir auch mit dem Ding. Das war mir jetzt gar nicht so klar. Okay, es geht schon deutlich besser, wie ihr seht. Auch wenn ich mich jetzt habe treffen lassen. Ja, es ist halt spät. Ich habe direkt... Ich fange an zu spielen. Ich habe direkt einen Frosch im Hals. Das ist Wahnsinn. Wir warten übrigens auch gespannt momentan auf eine Meldung bzw. ein Release. Sprich, wenn jemand im Hintergrund schreien sollte, dann ist es soweit. Dann muss ich abbrechen und dann geht das anderswo weiter. Aber dazu mehr am nächsten Tag, beziehungsweise, ja, ich denke schon am nächsten Tag könnte klappen, wenn alles klappt. Einen kleinen, Spoiler gibt es auch schon im Header. Wir haben ja das neue YouTube-Design ab heute. Ach so, siehst du mal, ich habe nicht mal einen Popschutz drauf, merke ich gerade. Wahnsinn. Zum Glück, hoffentlich hat das jetzt nicht gepoppt, wenn ich irgendwas mit P ausspreche. Da muss ich vorsichtig sein. Und ich treffe den Typen einfach nicht. Was ist denn los hier? Ja, ohne Visier treffe ich, ist klar. So, erst das Flakum müssen wir noch ausrüsten, sonst klappt das ja nicht, glaube ich. Ja, der Moment trifft mal wieder ein. Ich wollte schon sagen, ey. Das wäre es geworden. Dann hätte ich direkt wieder abgebrochen, wenn das jetzt schon wieder vorgekommen wäre, dass der Typ da durchrennt. So, na komm. Ja, wir müssen jetzt eh wieder den kompletten beschissenen Weg nach oben uns erkämpfen. Gerade mit den komischen Fallen. Warte mal, wir müssen mal noch das Adlerschild ausrüsten. So. Dann werden wir zumindest nicht zurückstoßen, das ist schon mal ganz gut. So, komm. So, was haben wir hier? Ja. Auch eine nette Sprintattacke zumindest. Ich habe jetzt schon wieder Angst vor den Fallen, die dann kurz vorm Dach dann kommen. Da habe ich jetzt schon wieder keinen Bock drauf. So, da hinten könnten wir auch mal irgendwann lang. Aber ich werde mir erstmal das Leuchtfeuer da oben holen, denn da oben ist ein Leuchtfeuer. Das wurde ja dezent von Akino mal das letzte Mal oder irgendwann schon mal angemerkt. Und irgendwo muss es da ja sein. Und das werden wir jetzt, wenn nicht heute, dann vielleicht morgen schon finden. Hoffe ich. Ach, scheiße. So, jetzt kommt der andere Typ noch. Der trifft mich natürlich auch. Natürlich. Ach, Mann, ey. Ich hab's... Ach, scheiße.
Ich hab's nur gesagt, wir haben nicht mal einen Heiltrank genutzt. Ach, es fängt schon wieder super an, ey. Es fängt schon wieder alles super an. Naja. Können wir zumindest ein bisschen üben mit der Waffe. Ich schaff das heute noch hoch. Also ich schaff das jetzt noch hoch. Hoffe ich. Ach Gott, ey. Aber die Waffe ist eigentlich ganz cool. Also, wenn ich die Echsen jetzt hier meuchle, dann einen Schlag drauf mache, dann sind die ja im Prinzip tot. Was schon mal ganz cool ist. Das war mit dem anderen Schwert nicht der Fall. Was ja schon mal für die Keule spricht. Und natürlich. Natürlich. Einen machen wir jetzt auf jeden Fall mit der Falle weg, genau. Immerhin. So, so, so. Okay, jetzt machen wir das. Jetzt gehen wir ein bisschen ruhiger, ein bisschen taktischer ran, Dido. Das muss ja langsam mal laufen hier. So, das Schlangenschwert droppt nicht nochmal. Ich sehe es kommen. Es kommt nie wieder. Ja, ich habe übrigens auch aufgelevelt. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge gesagt habe. Ich habe auch einige Sachen offscreen dann gemacht, wo ich die Leiche geholt habe. Das habe ich ja das letzte Mal gesagt. Ich habe die Leiche. Dann bin ich noch ein Stück weiter gelaufen. Bin nochmal zu der komischen Katze gegangen. Und, scheiße, was war denn das? Und, ach so, den habe ich ja total vergessen. Scheiße. Und auf jeden Fall habe ich da einen Typen getötet von diesem Clan, den ich ja verraten habe. Und da war der Ring, der mir ans Herz gelegt wurde. Dieser Wald, nee, dieser Holz, hast du nie gesehen, Ring, wo ich dann die komischen Rollen machen kann. So, den habe ich auch mal angelegt gehabt, aber fand ich jetzt nicht so interessant. Geht doch mal einfach tot, ey. Ohne Spaß, ey. So. Den fand ich aber nicht so interessant, weil ich glaube, man muss da schon eine relativ leichte Rüstung anhaben, weil mit meiner momentanen Rüstung, die ich hier jetzt anhabe, geht es auf jeden Fall nicht. Also die Rolle bleibt gleich, ich habe die Rüstung dann mal abgelegt, dann macht er halt so komische Saltos. Ja, Kammer, ich weiß gar nicht, habe ich den eigentlich noch angelegt vom letzten Mal? Habe ich sogar noch angelegt, ja. Den muss ich mal noch umrüsten. Erhöht Chance Gegenstand, wo habe ich denn den her? Fragt mich nicht. Gewähren zusätzliche Magie, habt ihr dann. Ja. Wir nehmen einfach mal hier den weiterhin. Nee, warte mal, welchen habe ich denn? Ja, den hätte ich auch. Ja, den hier. Also Wolfsring. Für nachher, für oben, müssen wir sowieso den dann nehmen. Wenn wir das heute noch schaffen. Und dann die Nazgul-Rüstung. Die kann ich gleich mal zeigen, welche ich meine. Das ist halt die Gold-Sau im Hass nicht gesehen. Die meine ich damit. Es sieht aus wie eine Nazgul-Rüstung. Wenn ihr Herr der Ringe kennt. Wisst ihr ja ohnehin, was ich meine, wahrscheinlich. Warte mal, die hier. Schwarze Goldsaumkapuze, zum Beispiel. Ja, die meinte ich. Weil die hat ja auch nochmal extra Feuerresi, die uns oben, denke ich mal, ganz gut helfen wird. Und so mit kommen wir dann zumindest besser durch die ganzen Bomben und hast du nicht gesehen. Das ist halt, denke ich mal, schon mal ganz praktisch. Alter. So, habe ich den. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt drauf gegangen bin oder ob ich jetzt einfach nur panisch reagiert habe. Naja, jetzt müssen wir das Ganze besser machen. Und dann noch Haie durch die. Scheiße, was ist denn hier? Wieso. Alter, am Arsch, ey. Wieso kommt denn jetzt die Kugel da runter? Da rennen wir jetzt halt. Alter, es ist unfassbar. Es ist so ein bisschen zum Kotzen. Ich habe, glaube ich, die Dingens dann aktiviert. Ach Gott, ey. Kommt wenigstens das Vieh hier nicht mit runter? Ist das tot? Nee. Dann ist es jetzt gleich tot, hoffe ich. Jawohl. So, nochmal draufschlagen. Ach Gott, ey. Da habe ich natürlich jetzt nicht drauf geachtet. Ich spiele auch gerade nur mit einem Ohr, damit ich die Schreie dann vielleicht im Hintergrund höre. Das war jetzt wahrscheinlich mein Verhängnis. Scheiße. Habe ich tatsächlich die Kugel dann irgendwie wieder umgeleitet. Muss ja so sein. So, ja, die Keule ist schon ganz nice. Das muss man schon mal sagen. So, jetzt müsste die Kugel, dürfte da dann eigentlich. Nee, kommt eine andere Kugel. Ach so, weil ich dann wahrscheinlich jetzt wieder was aktiviert habe und hast nicht gesehen. Ach Mann, ey.
Wenn man die Dinger sehen würde, ich glaube, man sieht die halt auch gar nicht. Ich weiß es jetzt nicht. So, naja. Gehen wir in den Fahrstuhl hoch. Beziehungsweise, ja, fahren hoch. So. Und dann wird es langsam auch schon wieder ernst, was Fallen angeht. So, ja, hier raus. Und im Prinzip ist es ja... Na gut, wir haben jetzt nur noch 7 Heiltränke. Das ist jetzt nicht so optimal. Das hätte besser laufen können auf jeden Fall. Aber... So, der kommt jetzt da. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen da lang. So, dann machen wir zumindest den Hebel hier anders. Weil wir brauchen die Heiltränke im Grunde ja für Groben. Also dann, da kommen wir nicht drum rum, da uns ein paar Mal treffen zu lassen von dem Feuer. Das... Ich weiß nicht, ob das geht. Da muss man wahrscheinlich optimales Timing haben schon und da alles kennen. So, hier lang war richtig. Ich muss mich immer noch ein bisschen orientieren, damit das hier hundertprozentig klappt. Ja, das war jetzt dieser Drecks... Die erste Drecksfalle im Prinzip. So, hopp, 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 hopp. Gut, das klappt schon mal. So, den Typen da hinten... Okay. Nein, nein, nein. Oh Gott, das wäre fast eng geworden. Nein, da kommt noch eine. Und ich bin schneller. Okay. Ja, es ist mit dem Speer ist es hier deutlich sicherer, weil man blockt halt die ganze Zeit. Das ist halt schon geiler, finde ich. Das ist halt der Vorteil, aber die ist halt auch nicht so stark, ne? Das ist halt das andere Ding. So, und jetzt kommt gleich die wahre Falle. Also wenn wir die überlebt haben, beziehungsweise durchkommen lebend und nicht runterfallen, dann war es es ja im Grunde. Mit den schwierigeren... So, naja, ja, genau, das war top, ey. Top war das. Alter! Am Arsch! Ich hab's gesagt. Ach Gott, ey. Da wurde ich abgelenkt aus dem Hintergrund. Ach, scheiße, Mann. So, ja, toll. Alles am Arsch. Wieso dauert's noch ein paar Stunden? Okay. Die Veröffentlichung verzögert sich um ein paar Stunden. Das sage ich noch nicht. Weil es zu dem Zeitpunkt noch nicht draußen ist. Deswegen verrate ich nicht, worum oder worüber ich jetzt gerade rede. Ja, da geht die Tür zu, da geht's raus, ey. Da geht's raus. Ja. es dauert halt noch eine Weile. Ja, ist ein bisschen schade. Eigentlich war es ja für morgen geplant. Also für den heutigen Tag, wenn ihr das Video jetzt seht. Mal gucken, ob das so reibungslos hinhaut. Muss ja noch verarbeitet werden, muss es gerendert werden und sonst sowas. Aufgenommen werden muss es auch noch. Vielleicht wisst ihr, wovon ich rede. Chris könnte es auf jeden Fall wissen oder weiß es. Ihm habe ich es ja schon gesagt. Aber wenn ihr aufmerksam seid, dann schaut ihr einfach mal auf den Kanal... Und auf den neuen Banner, den ich da eingefügt habe. Da steht es auf jeden Fall auch. Oh Gott, ja, ich bin auch ein bisschen blöd, ey. Ja, ich bin ein bisschen unkonzentriert, aber das liegt auch daran, dass es 12:30 in der Nacht ist. Um jetzt mal die richtige Uhrzeit zu sagen. Und 12:30 in der Nacht bedeutet im Prinzip auch, dass der Part jetzt zu Ende geht. Mit einem Tod... Und 7000 Seelenverlust. Ja. Ich werde jetzt noch einen einzigen Part aufnehmen heute. Es klappt heute, glaube ich, nicht so. Ich habe den ganzen Tag nicht so viel Zeit gehabt. Werde dann morgen noch eine Session machen. Sprich, müsste der 27. März sein. Wenn ich mich nicht täusche. Sprich, ich bin hängen ein bisschen hinterher mit Dark Souls, muss ich sagen. Aber
Ich habe auch ein bisschen viel Arbeit momentan. Dann kommt jetzt noch das neue Projekt, das jetzt nicht ganz so groß wird, aber trotzdem habe ich da auch noch ein bisschen einen Blick drauf. Dann die YouTube-Umstellung und hasse nicht gesehen. Also ein Zeug. Ja. Die mache ich jetzt noch. Hier, den hier. So, den einen holen wir auf jeden Fall weg. Okay, nein. Beide low, beziehungsweise der eine ist low. Ja. So, scheiße. Ja, einer ist zumindest tot. Und den nehmen wir dann auch mal mit. Naja, Gott. Ja, dann... Es tut mir ein bisschen leid, gerade wegen des Kampfstils. Es ist jetzt nicht so optimal, aber naja. Naja, liebe Freunde, ich verabschiede mich dahin erstmal und wir sehen uns morgen am 28. März. Und da ist vielleicht schon das neue Projekt da. Schaut mal 20 Uhr auf den Kanal. Vielleicht ist es da schon da. Also, bis dahin, macht's gut.